Ich bin bereit zum Lehren. Vor allem so laut auf einmal, hallo? Ich bin nicht taub. Ganze Zeit so, ja, ja, und dann plötzlich so, oh, ich bin bereit zu lernen, wenn du bereit bist zu lernen. Was? Gut, um die Skingrad Main Quest Geschichte brauchen wir uns keine Gedanken zu machen, weil das Tor befindet sich bei der Blutkrustenhöhle, das wissen wir ja bereits. Ne, das Wissen haben wir ja schon. Oh, da hinten sehe ich einen Schrein. Aber ich glaube, den haben wir schon besucht, kann das sein? Egal, wir gehen einfach hin. Passt schon. Wenn wir dabei ein Tor finden, warum nicht? Man kann ja nie wissen, ne? Das wäre dann übrigens die Hälfte. Dann hätten wir die Hälfte aller optionalen Tore, die uns noch fehlen. Mara! Du geiles Stück. Ich weiß, bitte. Was hat er gesagt? Hat er nicht gesagt. Doch, hat er. Ich wiederhole sogar. Mara, du geiles Stück. Ich weiß, Wahnsinn. Er wiederholt sogar. Aha. Ja, geil. Ey, ich habe echt irgendwie ein Händchen momentan für die Tore. Aber ist echt, das ist so Anfang der Session immer so, ja, vielleicht, ja, keine Ahnung, bin ich sicher. Und dann zack, da ist eins. Und schon ist er wieder voll drin. Das dürfte aber definitiv... Es müsste eigentlich das Tor sein, ja. Das müsste eigentlich ein optionales sein. Ja, ist es auch. Ja! Jawohl! Sehr gut! Ich erwische mich oft dabei, dass ich das sah. Dieses Ja! So, das war die Tante. Du bist meiner, du bist meiner. Oh, vor allen Dingen richtig schön an der Straße auch, ne? Jo. Der zerbröselt das schön. Ja, Freunde. Optionales Tor Nummer 4. Damit haben wir 50% dann der Tore, die wir noch schließen können, die optional sind. Das heißt, wenn wir Glück haben, können wir uns bald echt dran machen, die Main-Quest-Tore zu machen. So, das war der. Ich habe die Minen irgendwie wesentlich schlimmer in Erinnerung. Hallo? Was ist denn da passiert? Was war das denn gerade? Was war das denn gerade, ey? Flogen einfach durch die Luft. Ja, schön. Supi. Was war das denn gerade, ey? Das war ja richtig cool. Nein. Nein. Oh. Irgendwas ist immer. Entweder schwank ich oder ich werde durch die Gegend geschleudert. Ist echt zum Kotzen. Eins von beiden ist immer direkt. Alles klar. Ja, Tor Nummer 4, ey. Wahnsinn. Das ist echt heftig. Völlig random, zack, Tor Nummer 4. Muss man auch erstmal drauf kommen. Ich bin mal gespannt, von welcher Seite wir uns... Ist das das Tor, woher ich gekommen bin? Oder ist das wieder ein anderes Tor? Manchmal ist es ja... Das ist tatsächlich ein anderes Tor. Ja, das ist tatsächlich ein anderes Tor, Freunde. Ja, es gibt mehr als ein Turm, um da hinzukommen. Mehr als ein Tor, um da hinzukommen. Mehr als ein Turm, ja. Genau. Sehr gut, Lars. Da ist nämlich unser... Was war das denn? Das habe ich nicht gesagt, Aurelia. Das war keine Anweisung von mir, dass du die Waffe wegstecken sollst. Trotzdem hat sie es gerade gemacht, warum auch immer. Hoppla.
So, das war die Spendädra. Okay, von welcher Seite kriegen wir jetzt Zugang zum Turm? Jedenfalls nicht von hier. Ah ja! Ah ja, das sieht doch schon besser aus. Ich hoffe, wir können den Kerl da hinten ignorieren, gepflegt. Auch wenn er recht schwach aussieht. Aber ich würde ihn ganz gerne ignorieren. Das ist übrigens ein Bogenschütze. Habe ich gerade gesehen. Sind wir von der anderen Seite diesmal gekommen? Ist ja auch mal interessant. Sonst kommen wir immer von der komplett anderen Seite. Oh, wir gehen gleich mal direkt rein, ne? Passt schon. Ja, natürlich. Ja! Gut, wir sind auf jeden Fall schon mal im Hauptturm. Schon mal sehr schön. Ach, guck mal an. Der möchte einfach mal mitmachen. Und er greift danach die Flucht. Was bist du denn für eine feige Sau, sag mal. Aber gut, wenn du schon mal hier bist und unbedingt fallen willst, bitteschön. Den Gefallen tue ich dir gerne. So, erledigt. Aber ich kämpfe nicht alleine. Mensch, dass ich das noch erleben darf. Ein Gegner, der mich mal nicht wildwest durch die Gegend schleudert. Das ist ja, hat ja wirklich schon Seltenheitswert. Traurig, aber wahr. Oh, falsche Seite. Na gut, egal. Was soll's. Nein, bin ich nicht. Okay, der ist schon mal down. Oh, hast du dich gerade selber zum Schweigen gebracht? Das tut mir aber leid. Wow, das ging ja jetzt echt gut. Das ging aber gerade richtig gut, ne? Wow. Ich bin gerade ein bisschen erstaunt. Kann das sein, dass die linke Seite mehr bewacht wird als die rechte? Kann das sein? Kann das sein? Hallo, Freundchen. Au. Ein Schlag down. Ich liebe sowas. Echt, ein Schlag down. Fertig. So, was treibt sich hier rum? Ah ja. Oh, was hast du denn da für eine Waffe? Nö. Heimzahlung des Geistes. Ah ja. Verstehe. Zitadellenhalle. Och nö. Geht's hier weiter? Nein. Okay, gehen wir hier einfach durch. Tun wir einfach so, als hätten wir die Geräusche nicht gehört. Ja, beschießt euren eigenen Mann. Sehr gut. Ja! Sehr schön. Hauen sie ihren eigenen Gefolgsmann um. Finde ich gut. Turm, Bergfried der Begierde oder Burgfried. Auch nicht schlecht. Könnte mein Turm sein. Bergfried oder Burgfried der Begierde. Die geheimen Energien des menschlichen Körpers geben euch nur langsam ihre Mysterien preis. Ihr seid jetzt Meister der Wiederherstellung und könnt Wiederherstellungszauber der Meisterstufe wirken. Damit haben wir die zweite Magierschule auf Meister. Also somit auf der höchsten Stufe. Nein. Au, 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 Alter! Beruhig dich mal! Ja, schleudert mich noch wild durch die Gegend. Ja, und natürlich kommt von oben auch gleich noch einer. Natürlich.
Ich verpiss mich. Ach, guck mal an. Alter, was ist denn hier auf einmal los? Sag mal. Plötzlich habe ich das Gefühl, halb Oblivion ist hinter mir her. Okay, den haben wir schon mal. Den Schwachen. Den Schwächsten von ihnen. Den haben wir schon mal. Ja, der hat sich selbst besiegt. Habe ich gerade meinem eigenen Wesen geschadet. Na, auch gut. Kann man auch mal machen, ne? Och, nee, schon wieder diese... Och, nee. Na gut. Ah, wir sollten aber noch warten, bis unsere Magie sich einigermaßen erholt hat, dass wir wieder in der drauf rufen können. Ja, dann haben wir die Wiederherstellungsschule jetzt auch einfach mal auf Meister. Ist doch auch mal nicht schlecht. Haben wir denn irgendeinen Heilungszauber auf Meister, der gut heilen kann? Ich glaube nicht. Legendäre Wunden. Ja, ja, doch. Ja, doch schon. Legendäre Wunden schon eher, ja. Okay. Oh, das wird... Oh. Auf die Knie, Feigling. Nur mit eurem Knien. Nehmt doch mal Rücksicht auf die Leute, die es mit den Knie haben, Mensch. Ja, komm. Also zusammengefasst können wir dann fast sagen, 5 Tore geschlossen. 4 davon sind Tore, die optional waren. Und ein Tor gehörte wahrscheinlich zur Quest der Kaiserstadt, könnte ich mir vorstellen. Das heißt, es fehlen uns dann nur noch 4 optionale Tore, Freunde. Dann haben wir alle optionalen Tore gefunden und geschlossen. Und das habe ich noch nie geschafft. Noch nie. Das wäre für mich das allererste Mal, dass ich das schaffen würde. Wirklich alle Tore zu finden und zu schließen. Oh, das sind ja... Ups, was war das denn jetzt gerade? Okay, der ist schon mal weg. Irgendwie habe ich mir die Verteidiger ein bisschen stärker vorgestellt, aber irgendwie... Merunes, hast du keine Leute mehr? Mir scheinen die guten Mann gehen langsam die Leute aus. Ja, war klar, dass du gleich direkt mit die Seite wechselst, du blödes Mistvieh. Da ist er. Dich habe ich gesucht, du Penner. Ja, du brauchst gar nicht. Wo willst du hin? So. Rennt einfach weg von mir. Okay. Damit haben wir auch die Ebene von Oblivion geschafft. Der rennt einfach davon von mir. Oh, zirodilischer Weinbrand und 675 Gold noch dazu. Sehr gut. Und Oblivion Tor Nummer 4 erledigt. Nicht schlecht. Also auf unserer Liste dürften wir dann jetzt mittlerweile wahrscheinlich 50 stehen haben, was aber nicht hinhaut. Ja, 50 haut aber nicht hin. Das, also es haut schon hin, aber eben halt die Main-Quest-Tore werden mit einbezogen. Und das ist genau das Verkehrte.
Da hätten sie es eigentlich noch ein bisschen unterteilen können zwischen welche sind jetzt optional, welche sind storyrelevant. Aber das haben sie natürlich nicht gemacht. Nein! Seht ob. Genau, kurz vom Ziel hört er auf. Hört die Wirkung auf. Verdammt nochmal, ey. Muss ich jetzt gerade extra nochmal den Zauber wirken, damit ich ja an ihn rankomme. Nein. Na komm, 1,8 Millionen. 1,8 Millionen, danke. Ein gutes Geschäft. Sehr schön. Die Rollen kannst du auch haben. Das ist ein echtes Schnäppchen. Ja, das musst du sagen, du. So, die kriegst du auch noch, den kriegst du noch, den kriegst du noch. Und Ende. Ja, 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 schon klar. So, auf zum Eiszackturm. Ich werde aber tatsächlich nochmal mehr die Gegend von Skingrad nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Also schon interessant, dass sich ausgerechnet in der Umgebung die meisten Oblivion-Tore irgendwie befinden. Fast mit. Überleg gerade, 4 optionale Tore. Das heißt, wir hätten dann 54 Tore auf dem Konto. Plus die Main Quest Tore. Also Bravil, Leia Wien, Koroll fehlt noch, Skingrad und Anvil. Das wären dann nochmal 5 Tore, beziehungsweise es gibt dann ja noch die finale Schlacht. Da ist dann, glaube ich, auch nochmal ein Tor involviert. Also ja, 60 Tore dann. Gibt's dann. 60 Tore, Freunde. 60 Tore, das muss man sich mal reinziehen, ey. 60 Tore über der gesamten Karte verteilt. Alter Schwede, und wir haben sie fast alle gefunden. Heftig. Und vernichtet noch dazu. Nicht nur gefunden, auch vernichtet. Da muss man echt sagen, nicht schlecht, Herr Specht. Heidewitzka. So, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Nein. Nur die Alchemie-Zutaten noch. Gut, dann bringen wir die eben noch schnell weg. Und dann können wir tatsächlich anfangen, das nächste Oblivion-Tor zu suchen. Da wollte ich hin. Aber wie gesagt, das wird erstmal für längere Zeit die letzte Aufnahmesession sein von Oblivion. Also keine Sorge, ich werde das Spiel nicht vorzeitig beenden. Sondern es wird einfach nur erstmal aufnahmetechnisch wieder so ein bisschen mehr zurückgelegt, die Priorität. Weil meine Priorität dann erstmal woanders hingelegt wird wieder. Nämlich zu Warlock. So, das Tor ist zerstört, genau. Jetzt gucken wir aber erstmal weiter hier in der Gegend nach einem weiteren Oblivion-Tor. Möglichst optional, wenn es geht. Aber wie gesagt, das Tor von Skingrad befindet sich ja direkt in der Nähe der Blutkrustenhöhle. Also von daher dürfte das schon ein optionales Tor dann sein. Wenn es überhaupt vorhanden ist. Noch. Weil sonst müssen wir uns tatsächlich mal einen anderen Flecken auf der Karte rausgucken. Nicht Brumar. Weil Brumar hat an. Brumar ist wirklich sehr torarm, muss ich tatsächlich sagen. Also Brumar hat wirklich nicht viele Tore. In der Umgebung. Entweder das oder ich habe einfach nur extrem schlampig geguckt. Das kann natürlich auch sein. Ich würde es nicht ausschließen. Kategorisch. So ist es nicht. Aber es kann auch sein, dass sich noch ein Tor irgendwo anders per Zufallsprinzip befindet. Ist ja sowieso alles per Zufallsprinzip festgelegt. So ist es ja nicht. Banditen. Banditen. Ich habe ja schon gegen. Ja, 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 ja. Eigentlich wollte ich so einen Kampf ganz gern aus dem Weg gehen. Aber wenn du unbedingt einen auf die Fresse haben willst, bitte. Genau, da oben sehen wir wieder Quatsch. In der Umgebung von Quatsch haben wir ja auch noch ein paar Tore erwischt. Aber ich frage mich. Hm.
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass hier zwischen sich irgendwie noch ein Oblivion-Tor reingequetscht hat. Aber man weiß ja nie. Hi! Ja. Wie gesagt, die werden wir in Skyrim tatsächlich wiedersehen, die Zweiglinge. Ich glaube, sie können dann zwar nicht einen Begleiter beschwören, das nicht, aber sie sind trotzdem auf ihre Weise gefährlich. Ziemlich gefährlich sogar. Gerade am Anfang. Später klatscht die weg, fertig ist. Aber am Anfang sind die echt nicht zu unterschätzen, die Viecher. Oh, ich habe übrigens einen Pfeil in der Schulter, sehe ich gerade. Ja, kann mal passieren, ne? Ich schwöre, das war ein Unfall. Oh. Das ist ein Wolf. Jo. Und Nahkampf geht nochmal. Ich finde das so geil. Nach fast jedem Nahkampf geht direkt erstmal der Wert hoch. Finde ich gut irgendwie. Ich nehme nur das Gold. Karaffe kannst du gern behalten. Kannst du dir was von kaufen. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier in der näheren Umgebung jetzt erstmal nicht mehr ein Oblivion-Tor aufspüren werden. Das ist zu hügelig. Nee, nee. Da dürfte wirklich keins sein. Wo könnte sich noch ein Oblivion-Tor befinden? Wetterli? Nee, definitiv nicht. Da haben wir ja schon öfters keins gefunden. Da waren wir ja schon öfters da. Koroll haben wir das Main-Quest-Tor. Lindai. Nee, Lindai kann ich mir nicht vorstellen. Piokana, da haben wir schon geguckt. Apfelwacht, ja, da hatten wir eins gefunden. Das ist richtig. Sedor? Vielleicht in der Nähe von Sedor? Sedor war doch das, wo die Oger doch den Stein da gestohlen hatten, ne? Wenn ich mich richtig entsinne. Ich meine, irgendwas war da in der Richtung. Die hatten doch irgendwie den Stein abgezogen. Ja, natürlich sind da auch wieder Banditen, war ja klar. Hey! Jetzt ist Schluss! Hey, ja. Mehr könnt ihr also nicht? Scheinen Brüder zu sein. Haben sogar die gleiche Stimme. Warum wollt ihr nicht? Auch nicht schlecht. Ihr mit eurer Feiglingsscheiße, ne? Ständig verteidigen. Jetzt werdet ihr sparen. Was werden wir? Was wolltest du sagen, mein Freund? Sorry, ich hab dich unterbrochen. Das war ja wohl nix, ne, mein Freund? Das war ja wohl nix. Aber netter Versuch. Jetzt muss ich sowieso wahrscheinlich später erstmal die Sachen wegbringen. Bäh. Ne, da ist ja kein Tor. Leider nicht. Also der Norden, der ist echt Oblivion-Tor-arm. Aber wirklich, der ist, also da ist echt nicht viel los. Oblivion-Tor technisch. Och nö. Nicht schon wieder ein Oger. Also langsam ist der Witz mit dem Oger echt vorbei. Vielleicht in der Gegend von Leia Wien fällt mir gerade ein. Vielleicht dort. Schwierig. Bevor ihr fragt, worüber ich gerade nachdenke, ich spekuliere gerade, wo weitere Oblivion-Tore sein könnten. Ich bin mir fast sicher, dass in der Nähe von Leia Wien sich noch das eine oder andere Tor befindet. Deswegen denke ich auch mal, werde ich gleich erstmal die Main-Quest weitermachen für Leia Wien. Also das Leia Wien-Tor einmal dicht machen.
Und danach gucken wir mal, was wir da noch für Tore vorfinden. Falls wir da noch Tore vorfinden, das ist die nächste Frage. Aber wir werden uns um das nächste Main-Quest-Tor kümmern. Dann können wir auch gleich das Haus da verkaufen vor Ort. Seht, kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Ja, kannst du gern machen. So, erstmal das ganze Repertoire hier mal leer machen. Kannst du alles haben, brauche ich nicht. Danke, danke, danke. Das kannst du auch haben. Kannst du gern haben. Ja, das passt schon. Aber das kannst du haben. Das ist schön. So. Wir gehen jetzt nach Leia Wien, Freunde. Und werden von dort aus dann tatsächlich das Main-Quest-Tor von Leia Wien dicht machen. Das wir ja schon hier sehen können. Aber jetzt müssen wir erstmal uns mit den Grafen da einschleimen. Hallo. War klar. Es war irgendwie sowas von klar, dass das passiert. Jo, ist okay. 3 Stunden Wartezeit. Sorry. Okay, nur sie ist da. Wo ist er? Hat er keinen Bock mehr, oder wie? Wo ist er? Hä? Des Grafen, ja. Super, seine Leibwache ist da. Und wo ist er? Ja? Hi. Gut, sie redet nicht mit mir. Jedenfalls nicht darüber. Muss ich jetzt echt nochmal eine Stunde ranhängen? Mein Gott. Bringt auch nichts. Super. Ihr habt Hände wie ein Schwert. Ihr müsst wohl eure Ausrüstung oft repariert haben. Sorry, mein Ohr juckt gerade. Oh. Meine Güte. So, Verbündete für Brumar, genau. Chardinal, er versprach die Verteidigung, genau. Der Pfeil ist auf jeden Fall grün, also ist er in der Nähe, da ist er ja. Wie kommt ihr voran mit eurem... Ich vertraue... Er vertraut uns nicht genug. So, ja. So. Das können wir ändern. Das ist nicht das Problem. Okay, die beiden hier. Ihr lügt, wenn ihr den habt. Der ist klasse. Ich muss ihn echt bestechen. Leck mich doch am Arsch. Das stimmt. Zufällig, es ist ein... Ja, kaufen wir gleich. Nun gut, ich werde meinen Majordomus... Ja, das kennen wir schon. Es ist ein schönes Haus. Es befinden sich allerdings so gut wie gar keine... Kennen wir auch schon. Leia Wynn wird von Feinden 7000. Belagert. Das Kaiserreich tut nichts, um uns zu helfen. Sogar vor dieser Krise hatte ich bereits zu wenige Männer, um meine Grenzen zu schützen. Und jetzt strömen Daedra aus einem Oblivion-Tor direkt vor unserer Haustür. Nein, ich kann keine Männer erübrigen. Bruma muss sich selbst um seine Verteidigung kümmern. Wir kümmern uns um dein blödes Tor. Guten Tag, Herr Ritter. Ja, hi. Oh, jetzt kaufen wir erstmal, haben wir erstmal das Haus uns geholt. Nein, wir kümmern uns erst um die Hütte. Erst kümmern wir uns um die Hütte. Das ist so eine nebensächliche Angelegenheit. Wenn wir schon mal hier sind, dachte ich, können wir das gleich mitmachen. Dann ist das gleich erledigt. Vor allen Dingen, unser Haus ist ziemlich bescheiden. Das ist nämlich das hier. Man sieht ja diese großen, dicken Häuser. Wir kriegen einfach mal so eine kleine Hütte hier. Da ich nun bei meinem neuen Haus in Leia Wien angekommen bin, sollte ich mir in Gundalas Laden beste Waren und Garantien einige Möbelstücke dafür kaufen. Ja, so sieht es leer aus. Ziemlich armselig eigentlich. Also wirklich ziemlich klein. Also es kommt eigentlich dem Haus der Hafenstadt schon recht nahe. Des Hafenviertels. Mir sage ich schon wieder Hafenstadt. Vergesst es einfach. Ich habe Risen 1 so derart drin. Ich sehe das schon kommen. Irgendwann streame ich Risen 1 und dann sage ich da zu stumpf Hafenviertel. Kann ich mir so richtig vorstellen irgendwie. Gundalas garantiert. Ja, hi. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Ja, keine besonderen magischen Gegenstände. Überrascht mich irgendwie nicht. Kriegen wir dich auf 60%? 66% eventuell? Macht mir ein besseres. Oh.
Ihr müsst mir schon meine Fresse. Stell dich nicht so an.